Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Demo. Wir probieren mal das Spiel Over the Alps aus, entwickelt und gepublished von Stave Studios im März 2020. Es ist wohl ein Postkarten-Krimi-Thriller während des Zweiten Weltkriegs mit sehr vielen Enden und ja, weil ich fand, dass das sehr interessant klang und die Screenshots sehr cool aussahen, dachte ich, wir probieren das einfach mal aus, ob das tatsächlich cool ist. So, ich weiß jetzt gar nicht, was ich anklicken soll, weil, ja, wo geht das Spiel los? Oh, neues Spiel. Okay. Ja, machen wir das. Wir haben der Fall Vercoli. Okay. Dann auf geht's, würde ich sagen. Chiasso. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Oh. Mussolini wütet. Nee, wütend über gewagten Gefängnisausbruch. In der vergangenen Nacht sind vier Häftlinge aus einer Haftanstalt vor den Toren Mailands geflohen. Der italienische Ministerpräsident spricht von einem Werk ausländischer Agenten. In einer öffentlichen Bekanntmachung an diesem Morgen ließ Mussolini verlauten, dass keine Kosten und Mühen gescheut würden, um die Flüchtlinge zu fangen, die er als gefährliche politische Aufständige bezeichnet. 29. August 1939, der Bund. Alles klar. Und müssen wir die jetzt quasi fangen? Aubrey. Viel leer. Ich habe die Anblicke und Gerüche Mailands genossen, mein Freund. Sollen wir. Okay, wir können die nehmen. Aber nur so ein Stück nach oben und unten ziehen. Wir können. Oh, wir können das schieben. Oder ist das. Ah, man kann scrollen so ein bisschen, aber das bringt nicht so viel. Und hier ist ein Typ, den wir anklicken können. Das macht aber nichts. Geschrieben in der Schweiz. Postkarte. Ich habe die Anblicke und Gerüche Mailands genossen. Ist das ein Hinweis? Sollen wir irgendwie. Können nur an dieser Karte ziehen. Aber ich weiß nicht, was das bringt. Ah, wir konnten draufklicken. Okay. Und dann ging sie ab. Aubrey, ich habe die Anblicke und Gerüche Mailands genossen, mein Freund. Eine tolle Stadt, egal was Mussolini mit ihr anrichtet. Aber Mussolini wird sie am Ende zerstören. Da können wir wählen, welche Antwort oder was wir schreiben quasi. Ich klicke mal auf die mittlere. Ah, okay, ja, wir können aus. Okay, eine tolle Stadt, egal was Mussolini mit ihr anrichtet. So, und jetzt können wir auswählen. Ich werde dir nicht genau sagen, was ich vorhabe. Faschismus wird nie über Schönheit siegen, auch wenn er alles gibt. Und aber Mussolini wird sie am Ende zerstören. Das hier ist so das Vagste. Ich werde nicht genau sagen, was ich vorhabe. Ich glaube, das ist klug, vor allem wenn wir geheime Postkarten schreiben. Also nehmen wir mal die. Ich werde dir nicht genau sagen, was ich vorhabe. Die Zentrale hat schon genug gegen mich, denke ich. Aber es sollte keine dieser schmutzigen Konsequenzen geben, die unsere Vorgesetzten so sehr ablehnen. Ich habe es rausgeschafft und dabei nicht allzu viele Nasen gebrochen. Ich glaube nicht, dass Mailand mich wiedererkennt. Und glaubst du es? Ich habe sogar eine Frau kennengelernt. Okay, wir sind ja anscheinend ein Secret-Spion, ne? Da würde ich jetzt, falls wir eine Frau kennengelernt haben, die erstmal nicht in Gefahr bringen wollen. Das heißt, das würde ich nicht nehmen. Ich glaube nicht, dass Mailand mich wiedererkennt oder ich habe es rausgeschafft und dabei nicht allzu viele Nasen gebrochen. Ich nehme mal das hier. Ich finde, das klingt gut. Irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen, weil die so Farben haben. Und guck mal, das hier ist dasselbe wie das. Ich frage mich, ob das dann Auswirkungen auf die Enden hat. Wie so ein bisschen bei diesen Persönlichkeitstests. So, du hast jetzt dreimal Blume und viermal Stern, deswegen bist du Stern. Kennt ihr die? Aus diesen Zeitschriften?
Aber dann ist ja vielleicht auch interessant, wenn wir verschiedene Sachen nehmen. Deswegen nehme ich mal, ich habe es rausgeschafft und dabei nicht allzu viele Nasen gebrochen. Das klingt gut. Oh, Notiz. Du bist ein manipulativer britischer Geheimagent. Finde ich gut. Okay. Riva, oder habe ich jetzt entschieden, dass wir das sind durch meine Entscheidungen? Weil, wie gesagt, es gibt wohl sehr viele Enden. Und ja, die Entscheidungen beeinflussen, glaube ich, welches Ende man kriegt. Also vielleicht bin ich nicht immer ein Geheimagent, aber jetzt gerade, weil ich so geheimnisvoll war am Anfang. Auf jeden Fall, Riva San Vitale in ein paar Stunden, Aubrey. Ich halte dich auf dem Laufenden. Okay, cool. Fortfahren. Akt 1. Der italienische Schachzug. Da hätten Sie ein bisschen auf das Dingens achten können. Okay, hier so. Okay. Ich weiß nicht, was die Dinger bedeuten. Pause drücke ich mal nicht. Was ist der Kompass? Ah, das ist die Map. Okay, wir sind von Chiasso nach Riva San Vitale gefahren, glaube ich. So interpretiere ich das jetzt mal. Was ist hier auf dem. Okay. Unser Tagebuch. Mailänder Gefängnisflucht. Mussolini verspricht schnelles Handeln. Wir haben die nicht so richtig mit den Absätzen aufgepasst. Aber na gut, es ist ja auch nur die Demo, wer weiß. Ah, okay, und hier werden anscheinend die Briefmarken gesammelt oder so, die ich auswähle. Alles klar, okay. Dann gucken wir erstmal weiter, was wir noch so anklicken können. Oh, den Zug. Okay, alles klar, neue Postkarte. 49 Stops, Aubrey. Und das nennen Sie Express. Die Schweiz ist voll von diesen elektrischen Zügen, merkte das Fräulein im Abteil an, als wir uns erneut einem Halt näherten. Nicht genug Kraftstoff hier, um richtige Züge zu nutzen. Keine guten Kohleminen, denke ich. Das Fräulein lächelte mir zu. Ein sittsames, ungewohntes Lächeln, wie ein Schuh, der nicht passt. Das wird sich bald ändern, fügte es hinzu. Tatsächlich? Einfach so? Oder ich bevorzuge die Berge, wie sie sind, Fräulein. Oder ich ignorierte die Bemerkung und fuhr fort, aus dem Fenster zu starren. Ich bin ein bisschen verlockt, die Katze zu nehmen, weil wir die noch nicht hatten. Aber ich bin schon neugierig, was sie meint. Das wird sich bald ändern. Ja, ich würde gerne eigentlich nachfragen, um rauszufinden, was genau los ist. Plus. Dann wirke ich ja auch ahnungslos, ne? Das ist ja vielleicht auch für die Tarnung was Gutes. Ich nehme mal das hier. Tatsächlich, einfach so. Oh, Notiz, ich bin jetzt furchtlos. Nein, nicht einfach so. Durch Hingabe und harte Arbeit, entgegnete es. Das Fräulein streckte eine behandschuhte Hand aus. Fräulein Wolf, nicht aus der Schweiz, Deutsch. Mr. Smith, sagte ich, während ich die ausgestreckte Hand schüttle. Aber vielleicht steht die Axt auch für furchtlos und irgendwie das steht für harmlos und die Katze steht für irgendwas anderes. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist wie diese, ja, wie diese irgendwie Freundschaftstest. Kennt ihr die aus Zeitungen? Ich denke, das macht mir nichts aus, Aubrey. Das war der Name. Höchst erfreut, Fräulein, entgegnete ich. Okay, der Gentleman, ne, ist höflich. Ich habe das Gefühl, ich durchschaue die Bedeutung von diesen Postkartendingern. Und vielleicht, weil wir zweimal Axt hatten, sind wir jetzt mutig. Okay, also höchst erfreut. Ich denke mir das nicht aus, Aubrey. Das war der Name. Ach so, okay, das ist einfach nur. Das führt nicht das Gespräch fort, sondern einfach nur, ne, Aubrey, glaub mir. Mr. Smith, sagte ich, während ich ausgestreckt die Hand schüttelte. Eigentlich ist das am ehesten meine Antwort, so höchst erfreut, einfach nur. Aber wir hatten die Katze noch nicht. Aber nee, ich will weiter das Gespräch hören. Höchst erfreut, Fräulein, entgegnete ich. Sicherlich nicht höchst, da bin ich sicher. Diesmal ein noch breiteres Lächeln. Der Zug setzte sich wieder in Bewegung. Für einen Moment stießen wir zusammen. Fünf leere Sitze und es wählte ausgerechnet den neben mir. Wohin führt es Sie, Fräulein? Ich hörte, die Luft da oben sei erheiternd. Oder, Fräulein, bitte, versuchen Sie Balance zu halten. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen unhöflich. Andererseits, vielleicht versucht sie ja auch, uns näher zu kommen, so wegen, weil wir, wenn wir ein Spion sind, dann könnten wir auch Feinde haben.
Ich nehme mal das, weil wir dieses Zeichen noch nicht hatten mit den Masken. Ich hörte, die Luft da oben sei erheiternd. Notiz, Fräulein Wolf zeigt Interesse an dir. Oho, wir haben uns beliebt gemacht. Ich nickte in Richtung des Gipfels, der nun den Anblick aus dem Fenster dominierte. Der Zug ratterte gerade durch Mendrisio. Ja, in der Tat, antwortete das Fräulein. Meine ältere Schwester kam öfter für die Gesundheit her. Sie war sehr lebhaft. Aber jetzt, ist sie verheiratet. Ich hörte, das kann einem die Abenteuerlust nehmen. Werden Sie einmal heiraten, Fräulein? Oder... Und Sie? Sind Sie für Ihre Gesundheit hier? Ich nehme mal das. Ich bin irgendwie unsicher, ob wir das Symbol schon hatten. Außerdem habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen einfühlsam. Das finde ich zu flirty. Und... Ja, ich weiß nicht, wir könnten auch das nehmen, aber das hatten wir schon. Nee, ich nehme mal das hier unten. Ich hörte, das kann einem die Abenteuerlust nehmen. Sie sind nicht verheiratet, nehme ich an, das Fräulein lächelte. Und ihr Sinn für Abenteuer ist gänzlich intakt, hoffe ich. Das Fräulein drehte sich, um sein Spiegelbild im Fensterglas zu prüfen und richtete dann das Haar. Schade, die Art, wie diese weichen blonden Wellen die Braue verdeckten, gefiel mir. Okay, wir unterhielten uns weiter. Es fragte insgesamt zu viele Fragen für ein Fräulein, das alleine reist. Sind wir, verdächtigen wir sie, ne? Oder das Fräulein unternahm ein paar weitere Versuche, aber ohne Erfolg. Ehrlich gesagt, ich will gar nicht mit dem Fräulein anbändeln. Also überlege ich, die Axt zu nehmen. Aber ich habe das Gefühl, die Axt bringt ein schlechtes Ende, weil das ist so hart. Oder sollen wir sie verdächtigen? Das möchte ich nicht nehmen. Ich will nicht einfach. Die hier oben klingt spannender. Ich finde, sie fragt eigentlich gar nicht zu viele Fragen. Ich meine, ist das nicht voll in Ordnung so? Man unterhält sich. Oh Gott, ich glaube, ich denke zu viel darüber nach. Das ist das Problem bei mir und so vielen Entscheidungen. Ich wäge die immer so mega viel ab und dann dauert es Stunden. Ich nehme mal die Axt. Das Fräulein unternahm ein paar weitere Versuche, aber ohne Erfolg. Dann sind wir auch auf der sicheren Seite, falls wir sie verdächtigen, ne? Wenn wir uns ein bisschen distanziert halten. Nehme ich mal die Axt. Endlich gab es auf und begann mit einem Buch. Als unser Zug an der schönen Seestadt Riva San Vitale einfuhr, trennten sich unsere Wege. Aber ich war mir sicher, dass ich Fräulein Wolf nicht zum letzten Mal gesehen hatte. Können wir auf die Karte? Ah, nein, können wir nicht. Ich wollte jetzt gucken, ob wir wirklich an diesen Städten vorbeifahren, ne? Aber vielleicht gleich. Fahren wir erstmal fort. Riva San Vitale. Okay. Wir gucken, wo wir sind. Das ist anscheinend unser Weg. Ah, okay. Wir sind einfach nur diese Strecke gerade gefahren. Ah, okay. Das glaube ich, das habe ich nicht so ganz gecheckt. Haben wir neue Notizen? Ah ja, ich traf Fräulein Wolf im Zug nach Chiasso. Sie schien sehr interessiert daran, sich mit mir zu unterhalten. Aber ich fürchte, ich habe es nicht zum letzten Mal gesehen. Nur wie verwirrend, dass er es sagt, obwohl das Fräulein ihr richtig ist. Haben wir... Oh ja, willkommen bei Over the Alps. Wir haben eine Briefmarke. Ach, vielleicht sind die Briefmarke auch einfach die Erfolge, die man kriegen kann. Der Agent trifft auf Fräulein Wolf. Alles klar, okay. Ja. Dann haben wir das gesehen. So, sollen wir jetzt auf das Hotel klicken oder auf das Auto? Das Hotel hat funktioniert. Na gut. Vielleicht muss man auch nur auf irgendwas klicken. Aubrey, ich habe das Fräulein wieder gesehen. Aber bevor ich dazu komme, lass mich über meine Kontaktperson erzählen. Das interessiert mich eigentlich schon sehr. Fräulein, Sie warten auf jemanden, nehme ich an, begann ich. Oh nee, ich will nicht schon wieder mit dem Fräulein reden. Und ich sagte ihr, deutsche Mädchen können trinken. Ja, nee, ich will nicht mit dem Fräulein reden. Ich möchte, bevor ich dazu komme, lass mich über meine Kontaktperson erzählen. Das interessiert mich mehr. Die typische Art, die die Zentrale schicken würde. Steif wie ein Schürhaken, zappelig wie ein Frosch, mitten in der Hotelbar. Drink in der Hand, trinkt aber nicht. Sticht heraus wie ein bunter Hund. Ach ja, diese Anfänge, ne? Man kennt das. Das Austauschen von Codewörtern war nicht nötig. Das Fräulein aus dem Zug war auch da, gemütlich auf einem hohen Stuhl mit einem großen Glas Grappa. Ja, das hat er ja schon erzählt, dass er das Fräulein gesehen hat. Wartet es auf mich? Vielleicht, aber mit starrem Blick auf meine Kontaktperson. Vielleicht kennen Sie diesen Mann, Fräulein?
Ich muss also doch wieder mit dem Vollen reden. Ich vermied so lange wie möglich, mich ihm zu nähern. Oder sehen Sie sich diesen Trottel an, Fräulein? Nee, ich möchte keine Aufmerksamkeit auf meine Kontaktperson richten. Ich vermied so lange wie möglich, mich ihm zu nähern. Weil wenn das Fräulein das beobachtet, ich traue dem Fräulein noch nicht so ganz, ne? Wir wollen uns bedeckt halten. Ich bin jetzt rücksichtslos. Was? Wieso bin ich jetzt rücksichtslos? Ich dachte, ich war extra vorsichtig. Er sah so verdächtig aus. Ich hatte das Gefühl, dass die Handschellen schon klicken, wenn ich ihn bloß nach der Uhrzeit frage. Und sowieso war Wolfs Gesellschaft um einiges ansprechender. Aber natürlich fand er mich. Da sind sie, freute er sich. Nur an mich gerichtet, als wäre das Fräulein gar nicht da. Wie ein Idiot. Italienischer Akzent. Sie sind der Agent, ja? Wir gehen heute Nacht. Von der Bucht aus, nachdem es dunkel wird. Was? Das sagt er mitten, während ich noch neben einer fremden Dame sitze? Er eilte davon. Fräulein Wolf hebt eine entzückende Augenbraue. Agent? Reise. Reiseagent? Oder... Ich hob einen Finger an meine Lippen. Oder... Sagen Sie es keinem. Nee, ich will das vertuschen. Ich möchte doch nicht... Ach, das ist wirklich ein Idiot. Vielleicht hätte ich ihn vorhin doch Trottel nennen sollen. Ich bin Reiseagent, auf jeden Fall. Natürlich, das Fräulein kicherte. Lassen Sie mich Ihnen noch einen Drink spendieren, Herr Smith, lächelte es. Es ist noch nicht dunkel. Och nö, jetzt lasse ich mich ernsthaft von dieser Frau verführen. Bestimmt ist die Böse. Ich sehe es doch kommen. Na gut, weiter geht's. Wir sind in der Melide-Kreuzung. Oder wir wollen dahin. Nehme ich an. Was ist hier? Ich traf den Italiener in der Bar des Hotels Riva San Vitale. Er wollte mich unten an der Bucht treffen, sagte aber nicht warum. Aber Fräulein Wolf hörte, was er sagte. Ach ja, ich hätte doch zu ihm gehen sollen. Es tut mir leid, Freunde. Ich wusste doch nicht, dass das so schief geht. Na gut, soll ich jetzt wieder aufs Hotel klicken? Nein, das bringt nichts. Auf das Häuschen. Soll ich einen Weg wählen? Was soll ich machen? Achso, vielleicht muss ich hier auf der Karte einen Weg wählen. Die wurde mir extra angezeigt. Also möchte ich hier durch oder da lang? Ich sehe den Unterschied nicht, aber ich vermeide mal das rote Gebiet. Ich weiß nicht warum, aber rot... Ich mochte Wolf, aber vertraute ihm nicht. Also fing ich den Italiener ab und änderte den Plan. Der Idiot hatte arrangiert, den See per Ruderboot zu überqueren. Ist Wolf nicht die Frau? Frau Wolf ist doch die Frau und nicht der Italiener. Ich glaube, da haben sie einfach nur ihm und ihr verwechselt. Aber ich mochte sie nicht, wäre ja hier. Ja, nee, doch. Lass ihn abfangen und den Plan ändern. Ich möchte nicht, dass die Frau das mitkriegt. Das ist der Weg, den ich gehen will. Wie bestätige ich das? Ja, perfekt. So. Okay. Aubrey, erinnerst du dich damals in Piccadilly, als wir den kleinen Wettbewerb hatten, wer im Laufe eines Nachmittags die meisten Fahrzeuge sammeln kann? Du hast natürlich gewonnen, aber ich wurde stolzer Zweiter. Ich habe vergessen, wer gewonnen hat. Es war wahrscheinlich unentschieden. Oder es war vielleicht ein betrunkener Streich, aber das war eine unserer besten Arbeiten. Oh, oho. Ich weiß nicht, was sie mit Sammeln meinen, aber... Das klingt gut. Ich möchte das nehmen. Es war vielleicht ein betrunkener Streich, aber das war eine unserer besten Arbeiten. Du bist jetzt ein Herzensbrecher. Was? Nein, ich will kein Herzensbrecher sein. Warum? Die meisten Fahrzeuge sammeln? Was hat es denn mit Herzen zu tun? Ich dachte... Hä? Gibt es da Übersetzungsfehler oder so? Ich check echt nicht, warum ich Herzensbrecher geworden bin. Na gut, wie dem auch sei, es stellte sich heraus, dass man in der Not nur eins stehlen muss, obwohl das mit einem Italiener im Schlepptau um einiges interessanter wird. Ich fürchtete, entdeckt zu werden und fuhr ihn an, leise zu sein. Rein mit ihnen und hören sie auf, sich zu beschweren, oder ich lasse sie hier. Oder ich habe das schon hunderte Mal gemacht. Nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Ja, wir haben viele Autos gestohlen. Warum bin ich dann ein Herzensbrecher? Ich verstehe es nicht. Okay, soll ich ihn beruhigen?
Soll ich ihm drohen, ihn hier zu lassen? Jetzt finde ich ein bisschen gemein. Oder soll ich ihm sagen, halt die Klappe? Ich würde eigentlich gerne das machen, weil ich mache mir wirklich Sorgen, entdeckt zu werden, aber das ist so die rüde Art. Das ist schon wieder die Axt. Warum spricht die Axt mich immer so an? Vielleicht beruhige ich ihn lieber, weil dann haben wir zweimal Gentlemen direkt hintereinander. Nicht, dass ich dann wieder irgendwas kriege aus Versehen, dann bin ich schon wieder irgendwie Herzensbrecher oder so plötzlich. Ah, na gut. Ich beruhige ihn mal, weil dann ist er ja auch leise und dann sind wir nicht ganz so unhöflich. Ich habe das schon hunderte Male gemacht. Nichts, worüber man sich sorgen müsste. Obwohl ich dann auch Angst habe, dass ich unvorsichtig bin. Ach Mist. Hunderte Male? Der Mann schien etwas dagegen zu haben, sich Autos auszuleihen. Ehrlich, Aubrey, wo findet die Zentrale solche Leute? Ich warf ihm einen Blick zu. Der Mann biss sich auf die Lippen und schwieg. Genau, sei ruhig. Ein weiterer Moment und ich startete den Motor. Wir brausten in die Nacht davon. Aber ich denke, jemand sah uns wegfahren. Ja, bestimmt die Wolf. Das ist die Böse. Okay. Was passiert als nächstes? Melide Kreuzung. Hitler erneuert Versprechen, nicht in die Schweiz einzufallen. Bei einem Treffen Schweizer und deutscher Beamten gestern Abend in Berlin erneuerte der deutsche Reichskanzler das Versprechen seines Landes, die Neutralität der Schweiz im Falle eines Krieges zu respektieren. Dies sollte die Schokolade liebende Nation, die in den vergangenen Monaten angeblich erhebliche ihrer Grenzverteidigung ausbaute, beruhigen. 30. August 1939. Alles klar. Melide Kreuzung. Das Hotel Alpin. So, ich gucke wieder, was wir geschrieben haben. Der Italiener und ich stahlen einen Bugatti und fuhren in Richtung der schmalen Melide Dammstraße. Niemand hat uns angehalten, aber ich fühlte. Warum fühlte ich mich, als würden wir beobachtet werden? Okay, und dann ist hier die Zeitung halt. Wir haben jetzt Vercolli. Der Agent trifft auf Vercolli, okay. Und hier nichts Neues. Alles klar. Auf der Karte gucken wir auch nochmal. Genau, wir sind jetzt da in der Kreuzung. Na gut, das wussten wir schon. Okay, alles klar. Vielleicht müssen wir auf das Hotel klicken, ne? Ist das Boot wohl nicht mehr gekommen worden? Wobei, wir sind ja mit dem Auto gekommen. Na gut. Ab ins Hotel. All das bringt uns her, Aubrey, alter Freund. Oh. Warte, ist Aubrey ein Typ? Oder ist es wieder nicht ganz richtig übersetzt? Das kreativ benannte Hotel Alpin. Der Italiener und ich saßen zusammen am Frühstückstisch, wie zwei alte Freunde. Er hatte eine Serviette in seinen Kragen gesteckt. Hotel Alpin. Cool. Sind Sie schon bereit, mir zu sagen, wohin wir gehen? Oh, das wissen wir nicht. Ich lasse Sie hier, verstehen Sie? Wieso lasse ich ihn zurück? Ich weiß nicht einmal Ihren Namen. Nee, ich will das. Sind Sie schon bereit, mir zu sagen, wohin wir gehen? Das will ich wissen, gerne. Notiz, der Italiener vertraut dir. Oh, das ist was Gutes. Der Dummkopf langte über den Tisch und legte meine Hand in seine. Bitte, sagte er, das ist meine Tochter. Sie wurde entführt. Wir müssen sie retten. Fahren Sie fort. Gott sei Dank nahm er seine Hand zurück und klopfte sich auf die Brust. Ich bin Primo Vercoli, zu Ihren Diensten. Smith? Natürlich nicht Ihr echter Name. Oder ehrlich gesagt interessiert mich Ihr Name nicht. Boah, die sind so unfreundlich alle. Das will ich nicht sagen. Warum? Katzen? Okay, I guess Katzen sind ein bisschen unhöflich. Aber die Katze ist irgendwie immer nicht so nett. Ja, soll ich ihm sagen, dass ich denke? Andererseits, das ist ja, weil das letztes Mal die Joke-Option war, weiß ich nicht, ob er das dann ernst meint oder nicht. Ich will ihm nicht meinen Namen sagen. Ich weiß, das ist so kurz angebunden auch. Ich nehme mal das und hoffe einfach, es geht gut. Natürlich nicht der echte Name. Der Mann schaute verwirrt. Sie, ich bin Vercoli. So steht es in meinem Ausweis. Möchten Sie sehen? Ich schüttelte den Kopf. Wir gehen zum Bahnhof in Lugano, fuhr er fort. Dann nach Bellinzona. 2, 3 Stunden. Dann treffen wir meine Tochter. Sie haben sie im Schloss dort. Er lehnte sich zurück, scheinbar stolz auf seinen Plan. Und jetzt, wie ist Ihr Räucherfisch? Kann ich ihn kosten? Okay. Aber ich finde gut, dass er uns vertraut. Immerhin. Das ist was Gutes. Okay, ich glaube, diese drehende Nadel sagt, ich soll auf die Karte klicken. Können wir wieder einen Weg auswählen? Können wir in der Tat.
Okay, möchten wir? Wir fuhren im gestohlenen Auto weiter. Wir ließen das gestohlene Auto zurück und liefen nach Lugano. Also wenn mir so Filme eins gelehrt haben, dann sollte man nicht zu lange in einem gestohlenen Fahrzeug bleiben. Andererseits laufen dauert ja wirklich viel länger. Aber, okay, ich nehme das Laufen, auch wenn es länger dauert, weil uns hatte ja schon jemand beobachtet, ne? Da, als wir mit dem Auto weggefahren sind. Und um den abzuhängen, müssen wir jetzt, glaube ich, laufen. Das wähle ich. Klick. Achso, klick. Okay. Alles klar. Oh, das Spiel ist aber cool. Ich habe Spaß. Lugano. Wir folgten der Straße am Seeufer nach Lugano. Ein 2-Stunden-Marsch, der 3 Stunden dauerte, weil Vercoli ständig anhielt, um seine Stirn abzutupfen. Aber wir erreichten die Stadt in einem Stück. Mit niemandem, der uns sichtbar gefolgt wäre. Sehr gut, wir haben den Verfolger abgehängt. Seht ihr? Das war, glaube ich, die richtige Wahl. Dann schlenderten wir in Richtung Station. Wie ein paar Touristen, die Bergluft genießen. Meine Idee war, ganz, ganz leise in die Station zu schleichen, über einen Zaun. Oder mein Plan war, sich unsichtbar zu machen. Das ist ein schlecht. Kannst du dich unsichtbar machen? Hä? Okay, ich möchte dieses nehmen mit dem. Wir tun so, als wären wir Touristen. Das klingt am sinnvollsten. Ich meine, wenn er sich unsichtbar machen kann, würde ich lieber das nehmen. Aber ich habe irgendwie Angst, dass das nichts wird. Weil. Ne? Wie sollen wir? Obwohl. Jetzt würde ich es auch schon gern sehen. Na gut, ich nehm's. Mein Plan war, sich unsichtbar zu machen. Ich würde den Zug mit der Arroganz eines Millionärs besteigen. Ob sich die Ladies Gedanken darüber machen würden, welchen Berg ich kaufe? Champagner für alle im Express. Das ist sich unsichtbar machen? Warte, was? Sich unsichtbar machen ist zu sagen, Drinks für alle? Hä? Ich check ihn nicht. Okay, aber machen wir weiter, meinetwegen. Das ist jetzt der Plan. Lugano. Ich hätte doch das andere nehmen sollen. Okay. Wir sind in Lugano. Und so. Das hatten wir alles schon. So, hier geht's weiter. Mein italienischer Freund ist Primo Vercoli und jemand hält seine Tochter in einem Schloss in Bellinzona gefangen. Aber warum das von britischem Interesse ist, keine Ahnung. Okay, gut. Dann, ja, würde ich sagen, klicken wir wieder auf den Zug, oder? Auf geht's. Tschut, tschut. Der Zug war bereit. Wir wollten gerade einsteigen, als. Da sind sie, Seehund! Eine Frauenstimme, schrill, laut und vertraut. Ist es, weil ich Herzensbrecher genommen habe? Ich habe das Gefühl, das passiert, weil ich Herzensbrecher genommen habe. Okay, ich wirbelte herum. Ich ignorierte es. In der Hoffnung, die Aufmerksamkeit abzulenken, keuchte ich und zeigte auf einen kleinen Mann ein paar Schritte weiter im Gang. Das ist smart. Ich hätte eigentlich, ich ignorierte es genommen. Ah, das ist klug. Das ist klug. Aber ich möchte nur, weil die Katze sonst immer voll der Arschloch-Move ist und ich hier das Gefühl habe, hier ist es wenigstens angemessen. Nehme ich mal die Katze, einfach damit wir sie auch mal hatten. Ich ignorierte es. Immerhin kannte mich hier keiner. Ich war niemandens Zeit wert. Aber anscheinend war ich eine Ohrfeige wert. Es war das Fräulein. Dieses Mal lächelte sie nicht. Okay, also sie kam und hat mir eine geknallt. Apropos Hunde, Fräulein. Es scheint, als würden sie mir nachschnüffeln. Mein Darling, es ist nicht so, wie Sie denken. Oder hallo Fräulein und tschüss. Okay, den finde ich lässig. Ich nehme mal das. Ja, warum ist sie hier? Und warum ist sie sauer auf uns? Ich meine, ich habe doch nicht mit ihr geflirtet. Habe ich mit ihr geflirtet? Das habe ich nicht mitgekriegt. Aber ich habe jetzt zumindest den Herzensbrecher Award gekriegt. Also vielleicht. Ja, ich konfrontiere sie mal damit, dass sie wieder hier ist. Apropos Hunde, Fräulein. Es scheint, als würden sie mir nachschnüffeln. Du verhältst dich sehr charismatisch. Das finde ich eine gute Notiz. Danke, danke Notiz. Und wenn schon, das Fräulein ohrfeigte mich mit der anderen Hand auf die andere Hälfte.
Aber es schien eher, als spielte sie eine Szene. Aber für wen? Das Fräulein drehte sich zur Menschenmenge, die sich langsam um uns ansammelte. Das ist der Mann, der vor dem Hotel Melida das Auto von Herrn Dr. Schweiger stahl. Oh, fuck. Wessen Auto? Vielleicht würde Primo für mich einstehen? Oder zur Menge, alles in Ordnung, das ist meine Frau. Ich weiß nicht. Halt, okay, das finde ich dumm. Das ist einfach nur so, hey, nutzloser Typ, vielleicht kannst du mir mal helfen. Nee. Das mache ich nicht. Soll ich sagen, das ist so erniedrigend übrigens. So, Menge, regt euch nicht auf. Hysterische Weiber, wir kennen das alle. Es ist nur meine Frau, so. Aber ich habe das Gefühl, es könnte klappen, wenn ihr wisst, was ich meine. So kacke ich das auch finde. Oder soll ich mich ahnungslos stellen? Ahnungslos hat dieses, das hat dieses Icon. Dieses Icon wirkt für mich wie, du bist ein guter Spion, deswegen finde ich das verlockend. Aber andererseits, ja, ich weiß, funktioniert es in der Zeit? Ich meine, früher war es kacke. Ah, nee. Aus Prinzip nehme ich das jetzt nicht. Das ist so ein Move. Leute, macht euch keine Sorgen. Meine Frau. Verrückt. Nee. Wessen Auto? Sie haben sich nicht gewundert, wieso da eine Arzttasche im Kofferraum lag, Sie Gauner? Ja, das ist er. Der Mann, der in Melinde war. Eine zweite Stimme, österreichisch. Das muss der Arzt sein. Der Zug hinter mir begann zu dampfen. Er würde bald abfahren. Ich hörte das herannahende Klingeln der Polizeiglocke. Ich rief Vercoli, um abzuhauen. Ich drehte mich um und rannte zum Zug. Das ist nicht das Ende, Fräulein, kündigte ich an. Ulala. Ich hab lassen. Dadurch, dass hier extra steht, wir rufen ihn, habe ich das Gefühl, wir lassen ihn zurück bei den anderen Optionen. Ich mach mal das, einfach weil es ein cooler Spruch ist. Das ist nicht das Ende, Fräulein, kündigte ich an. Notiz, du wurdest von der Polizei weggenommen. Was? Nein, ich wollte nicht von der Polizei festgenommen werden. Oh, antwortete es eher leise mit einem nicht so unschuldigen Lächeln. Das hoffe ich. Als mich die Polizei wegschleppte, erhaschte ich einen letzten Blick auf Herrn Schweiger. Er half dem Fräulein in sein Auto. Ohne Zweifel stand ihm eine bessere Zeit bevor. Fortfahren. Ist das das Ende? Wurde ich verhaftet? Ich wusste nicht, dass das geht. Gefangen genommen von der Polizei. Ja, muss ich ja jetzt. Geht ja nicht anders. Damit, ich hätte zum Zug rennen sollen. Ach, Manu. Da war ein Gentleman-Icon. Ich dachte, Gentleman-like ist gut. Okay, Rivera. Vielleicht ist die Schweizer Polizei am wahnsinnigsten. Oder vielleicht ist es die Zentrale. Ich dachte, die Polizei würde mich nach Bellinzona bringen, mich in dieselbe Zelle wie Vercolis Tochter werfen und mir eine Menge Ärger ersparen. Ich versuchte es beim Polizisten, der hinter mir saß. Ich gab mein Bestes mit den Handschellen. Oder ich wartete auf einen Moment. Das erscheint mir am sinnvollsten. Wir warten auf einen sinnvollen Moment. Es gibt immer einen perfekten Moment zum Zuschlagen. Nur ein glückloser Narr schlägt zu früh zu. Ich hatte alles geplant. Aber als sich die Hecktüren öffneten, sah ich, dass wir nicht in der Höhle des Löwen waren, sondern in einem winzigen, kleinen, völlig unbekannten Dorf. Okay. Rivera. Okay, was ist denn hier? Wir erreichten den Bahnhof in Lugano, nur um vom Fräulein belästigt zu werden. Sie ließ mich verhaften, weil ich das Auto des Doktors Schweiger stahl. Ah, okay, hier geht's wieder hier hin. Haben wir noch irgendwelche neuen Sachen gekriegt? Oh ja, wir haben Herr Schweiger. Der Agent trifft auf Schweiger. Alles klar. Okay. Ja, dann nehme ich an, müssen wir hier auf das Haus klicken. Ja, perfekt. Ich wurde in ein Bierhaus geschleppt. Der Geruch, Wurst und fades Bier. Aus dem Schatten des hinteren Saals erglühte eine Zigarette. Das ist keine Polizeiwache. Wo bin ich? Oder könnte ich auch deine davon haben? Oder würden sie die Handschellen entfernen? Ich mach mal das. Das ist keine Polizeiwache. Wo bin ich? Das würde mich interessieren. Ich habe eine Frage für Sie, Engländer.
Eine Männerstimme tief nachhallend, vielleicht französisch. Worauf genau haben Sie spekuliert? Ich antworte niemandem, den ich nicht sehen kann. Ich bin Engländer und ich verlange, dass Sie die britische Botschaft anrufen. Oder die Zentrale hat sie geschickt. Nee, 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 nee. Wir geben hier gar nichts zu, würde ich mal sagen. Das weiß ich nur nicht. Ich antworte niemandem, den ich nicht sehen kann. Oder ich bin Engländer und ich verlange, dass sie die britische Botschaft anrufen. Das ist halt so, was man, glaube ich, normalerweise in der Situation sagen würde. Ich nehme mal das. Ich antworte niemandem, den ich nicht sehen kann. Ich will ihn aus der Reserve locken. Auf geht's. Die Polizei hier nennt Spione Bettwanzen. Wussten Sie das? Kleine Wanzen, die in deren Betten leben. Der Mann pausierte, um an seiner Zigarette zu ziehen. Ironisch, oder? Er lächelte, als er die nahende Erkenntnis auf meinem Gesicht sah. Er war einer von uns. Ich würde gern wissen, was Sie sich gedacht haben, solch ein Spektakel in Lugano zu veranstalten. Es war die Deutsche. Oder ich war auf dem Weg nach Bellinzona mit meiner Kontaktperson. Oder ich hatte alles im Griff. Nee, wir hatten nicht alles im Griff. Es war die Deutsche. Ich schieb alles auf die Frau, die ist sowas von schuld. So, so. Keine Frage. Nun, mein Freund, Sie sind jetzt, wie man so schön sagt, auf dem Radar. Die Zigarette klopfte mit leichter Gereiztheit am Aschenbecher. Von jetzt an, um Gottes Willen, machen Sie es meinen Männern nicht so einfach, sie zu finden. Und bleiben Sie bei der Mission. Alles klar? Absolut. Keine Waffen, bitte. Ich hasse es, Kugeln auszuweichen. Oder bei der Mission? Ich meine, wir wissen ja schon, dass er einer von uns ist. Ich muss nicht so tun, oder? Absolut. Oder keine Waffen, bitte. Ich hasse es, Kugeln auszuweichen. Nein, nein, wir sind fokussiert. Auf geht's. Absolut. Wir sind voll dabei. Très bien. Ein Schnipser mit der Zigarette, ein kleines Häufchen Asche. Ein Moment für mich, um nachzudenken. Vercoli, begann ich. Er war meine Kontaktperson. Oder nicht? Ich überlasse sie ihrer Zigarette. Nee, nee, ich will jetzt schon wissen, ob er... Nicht, dass wir den Falschen hatten die ganze Zeit. Vercoli, begann ich. Er war meine Kontaktperson. Oder nicht? Notiz, die Polizei hat jetzt deine Beschreibung. Okay, ja, das ergibt Sinn. Wir wurden ja verhaftet. Wir haben noch nie von Vercoli gehört. Und jetzt raus hier. Shit. Mist. Haben wir uns an der Nase herumführen lassen? Wir hätten uns doch den Pass zeigen lassen oder den Ausweis. Die Zigarette gestikulierte in Richtung einer kleinen Hintertür. Wir melden uns, sobald die Zentrale weiß, wie sie uns hier draußen dienen können. Es war nicht die Zeit für weitere Fragen. Ich wurde durch eine leere Küche gedrängt, sorry, und dann hinten aus dem Bierhaus heraus. Okay. Verdammter Mist, aber ich kann hier raufklicken. Außer er lügt jetzt. Mann, ey. Spion sein ist echt verwirrend, so. Man weiß nie, so, wem kann man jetzt vertrauen? Ist er jetzt nett gewesen oder nicht? Ich stahl ein Polizeifahrrad oder ich verließ das Dorf zu Fuß. Nein, ich bin doch nicht dumm. Die Polizei hat doch jetzt schon meine Beschreibung und ich bin gerade erst angekackt worden dafür, dass ich so auffällig war. Ich gehe zu Fuß, ich klau doch keinen... Ich meine, Fahrrad klauen wäre schlimm genug, aber dann auch noch von der Polizei? Nee, 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 nee. So doof bin ich nicht. Ich gehe zu Fuß. Okay. Ich konnte mir vorstellen, dass die Polizei in Bellinzona nach mir suchen würde. Also wanderte ich auf einen nahegelegenen Berg und tauchte dort unter. Zwei Dinge waren jetzt klar. Ich dachte darüber nach, als ich marschierte. Erstens, Vercoli war nicht meine Kontaktperson. Und so wie es die Zentrale sah, erreichte ich Riva und wurde dann in Gesellschaft eines unbekannten Italieners zum Gauner. Der Kipper ist und Autos stiehlt. Zweitens, wo auch immer meine echte Kontaktperson landete, sie würde nicht zurückkehren. Die Schuld lag ganz bei mir. Es war natürlich die Schuld der Zentrale. Oder die Sache mit Vercoli werde ich im Bericht nicht erwähnen, so viel ist sicher. Nee, ich nehme mal die Schuld auf mich. Die Schuld liegt ganz bei mir. Trainierter Spion, das hätte mir nicht passieren sollen. Auf jeden Fall. Notiz, du bist jetzt bezaubernd. Oh, danke. So wird Bunny sich gefühlt haben. Achso, sorry, die Schuld lag ganz bei mir. Alle Zeichen waren da, bereits in Riva San Vitale. Er war zu nervös, zu komisch. Aber ich war auch anderweitig beschäftigt. Nicht das erste Mal, dass ein Mädchen mir unter die Haut ging und mich ablenkte. Aber das erste Mal, dass es mir Ärger einbrachte.
Ja, schon mal. So wird Bunny sich gefühlt haben, bevor er die Zentrale ihm die Axt gab. Ich weiß nicht, worauf er anspielt, aber macht nichts. Ich bin auf jeden Fall bezaubernd. Damit bin ich zufrieden. Das kann ich akzeptieren. Auf geht's. Weiter geht's. Okay, wir wandern nach Montessangle. Montessanerie. Okay, können wir einmal kurz gucken, was es Neues gibt. Ich wurde von meinen Aufpassern in Rivera angesammelt und angewiesen, unterzutauchen. Irgendwo ist etwas schiefgelaufen und jetzt kennt die Polizei mein Gesicht. Vercoli war nicht meine Kontaktperson. Jemand hatte uns eine Falle gestellt. Jemand hatte mich nach Bellinzona geschickt, aber es war nicht die Zentrale. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Diese blöde Frau ist schuld, ich wette. Okay. Haben wir hier irgendwas Neues? Gucken wir auch einmal kurz. Nope. Was sagt die Map? Ja, wir sind halt da. Das haben wir auch gerade schon gesehen. Okay. Dann ab in dieses sehr idyllische Häuschen. Ich möchte nochmal sagen, ich finde die Hintergründe und den Zeichenstil wirklich wunderschön. Finde ich echt richtig toll gemacht. Also optisch, Hammerspiel. Und auch die Geschichte. Ich find's sehr spannend. Ich bin sehr invested. Ich habe Spaß. Stell dich mir vor, Aubrey. Lagerfeuer, warmer Brandy. Ich hatte hier oben eine leere Hütte gefunden. Wunderbar gut gefüllt. Du hältst mich für einen Glückspilz, aber das sind die Schweizer Alpen. Die Einheimischen sind zu clever, als dass es ein Problem wäre, hier oben eingeschneit zu werden. Und ich brauchte den Brandy. Ich war in etwas verwickelt und das ratterte in meinem Kopf wie ein loses Münzgeld. Ich wusste, dass ich das nicht ruhen lassen konnte. Man könnte sich hier draußen ganz in Frieden selbst erschießen. Was? Entschuldige mal bitte, das eskaliert. Ich stellte mir vor, Vercoli zu konfrontieren. Nee, nee, nee. Also ich nehme dieses hier. Ich wusste, dass ich es nicht ruhen lassen könnte. Wir müssen weiter drüber nachdenken. Aber wir erschießen weder uns selbst noch andere erstmal. Guter Plan. Ich hatte das Gefühl, dass es in diesem elenden Geschäft etwas gäbe, das es wert war, dran zu bleiben. Dann eine Unterbrechung. Okay, ist die einzige Wahl, die wir haben. Es klopfte an der Tür. Okay, fortfahren. Ja, wer ist da? Verdammt seien diese Augen, Aubrey. Ich blieb leise. Vielleicht würde es wieder gehen. Manchmal wünschte ich mir, ich würde eine Waffe tragen. Ich öffnete die Tür. Es war sinnlos, sich zu verstecken. Das mit der Waffe finde ich so ein bisschen. Ich kann es verstehen. Also, ne? Ich verstehe, warum er sich bedroht fühlt. Aber ich finde keine Waffe tragen auch gut. Aber jetzt einfach so zu tun, als wäre man nicht zu Hause, finde ich irgendwie dumm. Aber einfach so die Tür zu öffnen, finde ich auch dumm. Und das ist mit der Waffe tragen irgendwie so der Mittelweg. Ich weiß nicht. Okay, dann bleiben wir mal. Machen wir es wie ich, wenn ich zu Hause bin und jemand klopft und ich will nicht aufmachen. Ich blieb leise. Vielleicht würde es wieder gehen. Ich bin jetzt charismatisch. Bam, war ich das nicht schon? Leider kein Glück. Das Fräulein öffnete die Hüttentür ungebeten und spähte unter dem Türrahmen hervor. Die Nacht war kalt, aber es trug keinen Mantel. Nun, wollen Sie mich nicht hereinbitten? Wäre das weise? Wäre das ein Problem? Nein. Nein, ich will Sie nicht hereinbitten. Wollen Sie mich nicht hereinbitten? Nein, ich will Sie nicht hereinbitten. Ich hoffe, mit Nein meint er jetzt nicht, er bittet Sie herein. Ich will Sie nicht hereinbitten. Nein. Aber Herr Schweiger fährt bereits wieder den Berg herunter, das Fräulein fröstelte. Ich könnte hier draußen erfrieren. Dann laufen Sie lieber schnell. Woher weiß ich, dass Sie nicht bewaffnet sind? Oder vielleicht hört er Sie, wenn Sie jodeln. Ich bin die Katze, die Frau. Nee, 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 ich will nicht charismatisch zu der sein. Die blöde Kuh hat mich doch verpfiffen. Nee, 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 nee. Laufen Sie lieber schnell. Wobei, vielleicht kann ich noch ein bisschen Humor dabei haben, so vielleicht hört er sie, wenn sie jodeln. Ja, okay. Ich mach noch ein bisschen. Ne? Noch so ein bisschen humorvoll mit rein, aber ich will, dass sie geht. Seien Sie kein Monster. Es schaute gekränkt. Wir sind trotz allem auf derselben Seite. Darauf ließ ich mich nicht ein. Das sind wir sicherlich nicht.
Ich weiß nicht im geringsten, worüber sie sprechen. Ich nehme das hier. Ich finde aber gut, dass es keine Option gibt, so. Ich hatte irgendwie ein bisschen erwartet, dass dieses Engelbild hier sein wird. Ach geil, wir sind auf derselben. Komm rein, Babe. Ich vertraue dir völlig. Sollen das schon alle Nein sagen, aber halt anders. Ich weiß nicht im geringsten, worüber sie sprechen. Das nehme ich. Ich erkläre es drin. Sie drückte sich an mir vorbei. Wenn das so weiterging, würde es sich am Brandy bedienen, den ich gefunden hatte. Ich musste kommen. Ich glaube, Sie verdienen eine Entschuldigung, Herr Smith. Nur eine? Ich hörte zu. Entschuldigt man sich bei seinen Feinden, Fräulein? Ich nehme das. Ah, dann habe ich aber wieder das Gefühl, ich flirte mit ihr. Ich will nicht mehr mit ihr flirten. Ich nehme das. Entschuldigt man sich bei seinen Feinden, Fräulein? Wir sind Feinde, ne? Dass das klar ist. Wenn das. Achso. Ich denke, ich werde so oder so nicht schlafen können, stimmte es zu. Ich habe Ihnen eine Menge Ärger eingebracht, nicht wahr? Wie so oder so nicht schlafen können. Hä? Ich glaube, es gibt ein paar Stellen, wo die Übersetzung nicht ganz glatt gelaufen ist. Weil das kein Gespräch. So, diese Vercoli-Sache. Meine Kontaktperson. Nicht so viel Ärger, wie ich gern hätte. Versucht er zu flirten? Nein, okay. Diese Vercoli-Sache. Ich kam direkt auf den Punkt. Sie waren es. Sie haben mir eine Falle gestellt. Armer Smith, sind Sie beleidigt? Und dabei haben Sie Ihre Rolle so gut gespielt. Vercoli war wirklich überzeugt von Ihnen. Ich war ein Bauer im Spiel des Fräuleins. Und natürlich wollte es, dass ich das wusste. Vercoli denkt, dass Sie wirklich erstaunlich sind. Er bat mich, dem Führer seinen Dank auszurichten, weil er Sie schickte. Sie haben Vercoli ausgenutzt. Ich sollte Sie hier und jetzt töten. Das ist alles Teil des Spiels für Sie, nehme ich an. Ich nehme das. Das ist alles Teil des Spiels für Sie, nehme ich an. Vielleicht sollte er sie töten, aber. Also, ich weiß nicht. Das ist ganz schön hart, aber. Was ist das für eine blöde Kuh? Jetzt mal ehrlich. Wir alle spielen Spiele. Das Fräulein trat einen Schritt näher. Es roch nach frischer Luft und französischem Parfüm. Auch wenn es Ihnen nicht gefällt, wir wollen dasselbe. Das war ernst gemeint. Sie möchten das Mädchen befreien und ich auch? So viel war also klar. Vercolis Tochter war irgendwie entscheidend. Vercoli verdient die Wahrheit darüber, wer ich bin. Ich interessiere mich nicht für Vercoli oder seine Tochter. Sie erwarten also eine Zusammenarbeit von mir. Ich nehme das. Das stimmt nicht wirklich, aber ich würde es gerne behaupten, weil sie ist doof. Ich interessiere mich nicht für Vercoli oder seine Tochter. Das italienische Mädchen hat Informationen, wertvolle Informationen. Der Wolf lief durch den Raum und kuschelte sich auf den Teppich vor dem Kamin und zog die Schuhe aus. Jetzt seien Sie kein Langweiler. Machen Sie mir einen Drink und wir besprechen, wie wir das Vercoli-Mädchen aus dem Schloss holen. Verdammt seien diese Augen, Aubrey. Warum fällt er so auf Sie rein? Ich möchte. Ich bin nicht zufrieden damit. Die ist so obvious und furchtbar. Ich bin nicht zufrieden. Ich will nicht mit ihr zusammenarbeiten. Fräulein Wolf besuchte mich in der Hütte. Es scheint, als hätte sie Vercoli glauben gemacht, ich sei ein deutscher Agent. Jetzt denkt es, wir sollten zusammenarbeiten, um Vercolis Tochter zu retten. Okay, ich finde gut, er hat nicht in sein Tagebuch geschrieben, sie hat mich verführt und wir sind jetzt ein Team. Er hat nur geschrieben, sie findet, wir sollten zusammenarbeiten. Ja, damit komme ich klar. Meinetwegen. So, dann geht's auf der Karte wahrscheinlich weiter, nehme ich an. Nicht? Okay, dann muss ich einfach nochmal aufs Haus klicken. Klick. Ah ja, tatsächlich. Die Mauser legte das Fräulein auf den Tisch neben der Couch, nachdem es sie aus dem Holster am Schenkel nahm. Ich habe jetzt Wolfs Waffe, Aubrey. Es schläft. Und das Fräulein setzte ich gewaltsam vor die Tür. Okay, die Mauser ist anscheinend eine Waffe. Ganz ehrlich, ja, ich mag sie nicht. Los, schick sie gewaltsam vor die Tür.
Notiz. Du bist im Besitz von Fräulein Wolfs Waffe. Ja, perfekt. Waffe geklaut und rausgeschmissen. Wut in seinen Augen, aber auch eine Träne. Eine echte Träne. Ich arbeitete einen Sommer lang im Schlachthaus meines Onkels Aubrey. Habe ich dir das je erzählt? Der Chefmetzger fragte mich einmal, wieso werden Schweine mit so wundervollen Augen geboren? Verdammt seien diese Augen. Okay, ich weiß nicht, was das für ein Insight war, aber. Ja, nö, ich bin froh. Wir haben sie vor die Tür gesetzt. Ich will nicht mit ihr zusammenarbeiten. Husch, husch. Okay, jetzt müssen wir auf die Karte gucken. Okay. Oh, aber es gibt nur einen Weg. Na gut, den nehmen wir. Ich machte mich zu Fuß auf den Berg bergab. Ah, wahrscheinlich, weil wir kein Fahrzeug genommen hatten hier. Dann hätten wir das jetzt hier vielleicht weiternehmen können. Okay. Zu Fuß den Weg bergab. Auf geht's. Eine Komplikation. Wundervoller Tag für eine Wanderung. Bedauerlicherweise war ich mit den Gedanken nicht alleine. Irgendein Vogelbeobachtungstrottel schoss ein Bild von mir, als ich vorbeiging. Was, wenn das in die Hände der Polizei fallen würde? Ein Test der Gefahr oder ein Test der Überzeugung? Ich will ihn nicht bedrohen. Ich kann. Ich nehme mal das. Ich will einfach zu ihm hingehen und sagen: Hey, lösch das Foto. Obwohl, zu der Zeit könnte man Fotos noch nicht löschen, oder? Okay, ich war auf jeden Fall lieber Überzeugung als Gewalt. Erfolg! Höchst entschuldigend sagte ich ihm, dass ich eine Phobie vor Kameras hätte. Sie stehlen die Seele, weißt du, und bat ihn, den Film loszuwerden, auf dem er mich aufgenommen hatte. Zum Glück fand er sich damit ab, da er mich zwar für exzentrisch, aber harmlos hielt. Sehr gut. Okay. Wow. Ich frage mich, ob das jetzt hier wirklich Zufall ist, ob wir das schaffen. Oder von den Entscheidungen vorher oder so abhängt. Aber da wir charmant und charismatisch und so die ganze Zeit gekriegt haben, ne, könnte das ja schon durchaus sein, dass wir jetzt einfach gut da drin sind. Machen wir weiter. Hat auf jeden Fall geklappt. Genau, und wir gehen weiter. Am Fuß des Berges lag ein schönes Dorf namens Cadenazzo. Ich nahm eine Abkürzung in das Dorf durch den Zaun einer Pferdekoppel. Oder ich nahm die Hauptstraße. Nö, ich nehme die Abkürzung. Eher leichtsinnig, wie sich herausstellte. Ich zerriss meine Jacke am Stacheldraht. Ich war durstig, hatte Schmerzen vom Laufen und brauchte dringend eine Pause. Mist, aber immerhin sind wir nicht aufgefallen. Ist ja auch was. Wir gehen weiter. Cadenazzo. Sowjetunion bestätigt. Oh, der Bus nach Bellinzona fährt los, wenn du soweit bist. Alles klar. Der Bus. Nee, Sowjetunion. Okay, völlig durcheinander. Nochmal. Sowjetunion bestätigt Nicht-Angriffspakt mit Deutschland. Heute hat der oberste Sowjet den Vertrag über die Nicht-Angriffspolitik zwischen Deutschland und der UdSSR bestätigt. Das Abkommen, dessen Bekanntwerden die Welt Anfang dieses Monats schockierte, besagte, dass sich keine der beiden Regierungen mit einem Gegner der anderen verbündeten oder ihm helfen darf. Mit diesem Abkommen vollzieht die Regierung Stalins nach monatelangen Verhandlungen mit Großbritannien und Frankreich zur Etablierung eines ähnlichen Bündnisses eine überraschende Kehrtwende. 31. August 1939. Nach dem, was ich aus der Beschreibung gelesen habe, glaube ich übrigens, dass auch diese Zeitungsartikel sich ändern, je nachdem, was wir machen. Weil da stand irgendwie, dass man den Lauf der Geschichte beeinflusst oder so in dem Spiel. Deswegen vermute ich, das könnte Auswirkungen auf die Zeitungen haben. Dann machen wir mal weiter. Kardinaz. Okay, wieder ein wunderschöner Hintergrund. Dieses Ding dreht sich. Heißt das, ich soll einen Weg wählen? Oh krass, ich soll echt schon einen Weg wählen. Okay. Es gab einen Bus nach Bellinzona. Der Marsch nach Bellinzona dauerte nur ein paar Stunden. Nö, ich nehme den Bus, oder? Ich meine, wir haben schon so viel Zeit vertrödelt, dass wir überall sonst gelaufen sind. Da können wir jetzt ruhig nochmal den Bus nehmen. Ab nach Bellinzona. Eine Komplikation. Was für ein Unglück, Aubrey. Der Bus blieb in einem Graben nahe von Bellinzona stecken. Diese verdammten Bergstraßen. Der Fahrer sagte uns, dass wir stundenlang auf Ersatz warten würden. Das durfte nicht sein. Ach, okay. Vielleicht hätte ich doch laufen sollen. Ein Test der Stärke oder ein Test der Intuition. Ich meine, wir waren bisher nicht so intuitiv, ne? Wir sind auf alles reingefallen. Aber Stärke weiß ich halt nicht, was er macht. Ich meine, er wird den Bus kaum halt selber rausheben können, oder?
Ich nehme mal Intuition, einfach weil ich es für sinnvoller halte. Ausfall. Ich half ihn schieben, aber der Bus steckte hoffnungslos fest. Ich saß auf einem Felsbrocken am Straßenrand und drehte Däumchen, während wir auf einen anderen Bus warteten, der die Straße entlang kam. Wertvolle Zeit verloren, fürchte ich. Ich habe leider nicht lesen können, was hier oben stand. Dafür war ich zu sehr hier drauf konzentriert. Aber na gut, ich glaube, wir hatten öfter Axt genommen als dieses hier, deswegen hätte ich mal doch das andere nehmen sollen. Aber ich weiß nicht, ob das geholfen hätte. Ach Mann. Na gut, kann man nichts machen. Machen wir weiter. Auf geht's. Ja, weiter geht's. Die Fahrgäste von Kananazzo werden sich sicher an den seltsamen Mann im Bus erinnern, mit seinen wilden Augen und seinem zerrissenen Hemd. Shit. Stimmt, ich hatte vergessen, dass wir jetzt unser... Ach Mann. Wir hätten laufen sollen. Na gut, ich schlich in den Bus nach Bellinzona. Hut ins Gesicht, Kragen hoch. Der Fahrer warf mir keinen zweiten Blick zu, aber die Passagiere bemerkten den Zustand meiner Kleidung und murmelten in Ablehnung. Sie würden sich gut genug an mich erinnern. Ein Mann mit prächtigem Schnurrbart tippte mich an. Sie fahren nach Bellinzona, denke ich. Stimmt. Und Sie? Ich schenkte ihm ein schmales Lächeln. Nee, ich frage mal, und Sie? Sag du mir Informationen, sonst sage ich dir gar nichts. Sie ist eine wunderschöne Stadt, fuhr er fort. Ich selbst, ich fahre nach Biasca. Das liegt etwas weiter nördlich. Es gibt dort einen kleinen Ort, an dem ich gerne bin. Das sollte ich nachschlagen. Wie heißt er? Ich bevorzuge das Reisen mit dem Aufenthalt an einem Ort. Nee, ich will nicht so viel über mich selbst preisgeben. Ich mach mal, wie heißt er? Der Messil Club. Er lächelte. Er ist nur für Schweizer, verstehen Sie? Ich musste etwas Falsches gesagt haben, weil er kurz hüstelte und sich dann wieder der Aussicht zuwendete. Na gut, vielleicht war ich zu neugierig, aber ist okay. Ich muss nicht mit Leuten reden. Wir haben eine Mission. Wir machen das. Okay, immerhin haben wir es jetzt bis hin geschafft. Die Polizei sucht nach dir. Okay. Soll ich fortfahren? Ah, okay. Ihr wurdet an der Straße nach Bellinzona stark aufgehalten. Anscheinend hatte der Bus nach Bellinzona eine Panne. Das gab uns vielleicht die Zeit, die wir brauchten, um unseren Verdächtigen einzuholen. Die Fahrgäste von Cannonazzo werden sich sicher an den seltsamen Mann im Bus erinnern, mit seinen wilden Augen und seinem zerrissenen Hemd. Shit, also wenn ich zu viele davon sammle, dann werde ich jetzt festgenommen, nehme ich an. Ich hatte eine Ahnung, dass unser Verdächtiger auf dem Weg nach Bellinzona war. Also habe ich einen Passagier, der im Nachmittagsbus gewesen war, ausfindig gemacht und ihn befragt. Volltreffer. Erinnert sich an einen verdächtig aussehenden Mann, der in einem Zustand schrecklichen Durcheinanders, glaube ich, an Bord gekommen war. Okay, aber mehr haben wir nicht. Das heißt, wir sind nicht festgenommen. Sehr gut. Dann jetzt hier das Schloss, oder? Bellinzona. Ach nein, okay, alles klar. Die Demo ist zu Ende. Aber ich fand das Spiel richtig cool. Also wirklich. Ich fand. Ich mach mal kurz Musik. Okay. Ja, genau. Also ich fand den Artstyle wirklich wunderschön. Voll mein Ding. Ich glaube, es gab keinen Screen, der nicht schön aussah. Ich fand die Geschichte echt spannend. Und vor allem auch sogar spannend genug, es mehrmals zu spielen, weil, ne, mit den Entscheidungen werden wir es bestimmt besser machen können. Aber, ja, das Spiel gibt es zu kaufen auf Steam, wie ihr gerade schon gesehen habt. Macht es gerne, guckt es euch gerne mal an und wenn ihr findet, ich sollte das Spiel auch mal spielen, das Richtige, dann, ja, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten lasst ein Like da, checkt alle Links, ihr könnt mir folgen auf Instagram zum Beispiel. Ja, und dann sehen wir uns beim anderen Let's Play. Bis dann!